Ein Casting der etwas anderen Art. Denn nach einem Jahr Pause ist es wieder soweit. Die Salzburger Nachrichten vergeben zusammen mit der Fössing Stiftung und dem Salzburger Volksliedwerk den Volksmusikpreis 2012. Das heurige Thema: das jägerische Leben. Die sechsköpfige Fachjury weiß ganz genau, auf was sie bei den insgesamt 17 Teilnehmern achten muss. Immerhin geht es unter anderem um eine Rundfunkaufnahme bei Radio Salzburg. Wir achten darauf, dass das Lied gut authentisch ist. Dann natürlich muss auch sauber gesungen sein. Der Text muss gut verständlich sein. Und es muss einfach das Lied zu den darbietenden Personen irgendwo passen. Neben altbekannten Liedgut bekommen die Juroren auch musikalische Eigenkompositionen zu hören. Gegen etwas muss an diesem Tag wohl jede Gruppe kämpfen: die Nervosität. Denn vor einer Jury zu singen, ist für die meisten Teilnehmer Neuland. Wir haben sowas noch nie gemacht. Das heißt, war bei uns Überlegung wert, können wir da hingehen, Traumens oder wer ist da dort, passt man von Nötter dazu, passt man von der Art dazu. Dann haben wir gesagt, jetzt haben wir eigentlich schon so viel erleben dürfen, jetzt machen wir das auch einmal. Wir sind mit unserem Gesang zufrieden, wenn so möchten wir es umbringen, wir möchten das, was wir singen, leben, sagen und spüren lassen die anderen Leute. Wir waren noch nie bei so einer Veranstaltung. Wir haben eine ganz lange Sängerpause und wir sind wertfrei. Es war schön, dass wir dabei waren. Ich glaube, das war ganz locker. Schauen, wie wir reingekommen sind, war gleich eine lustige Atmosphäre. Und wir sind mit dem, was wir dargeboten haben, zufrieden, weil wir sind ja nicht die besten Stimmen. Es sind alles Idealisten und nicht ausgebildete Sänger. Aber es hat gut gelungen und ich glaube, die Jury war zufrieden. Dann ist es soweit. Welche 5 Gruppen treten am 10. Mai im großen Schlussbewerb an? Wir gratulieren dem Rauchenbichler Dreigesang, dem Kogelwald-Duo, den Vogelauer Sängern, dem Salzburger Viergesang und dem Hubertus Dreigesang. Einen Dank richten wir an alle Teilnehmer. Nur ganz sei geil, meine Zeit ist lang gekommen.